Hallo Freunde, Tiere erstaunen uns immer aufs Neue. Manchmal scheint es sogar, dass wir überhaupt nichts über sie wissen. Viele denken, sie sind dumm und folgen nur ihren Instinkten. Aber ist das so? Das Gorilla-Weibchen Coco lebte in der Gorilla Foundation in Redwood City, Kalifornien und war einer der intelligentesten Menschenaffen der Welt. Sie beherrschte die Gebärdensprache fließend, konnte mehr als 1000 Wörter wiedergeben und verstand über 2000 Wörter in gesprochenem Englisch. Außerdem liebte Coco Kinder sehr, konnte aber leider keine eigenen haben. Als sie bemerkten, wie selbstvergessen der Gorilla mit Puppen spielte, schenkten ihre Betreuer Coco 1984 die erste Katze. Als das Haustier starb, weinte Coco viele Tage und auf alle Versuche, sie zu beruhigen, antwortete sie in Gebärdensprache: „Die Katze ist eingeschlafen." Als diese beeindruckend große und ehrlich gesagt furchterregend aussehende Dame 44 Jahre alt wurde, beschlossen ihre Freunde, ein solches Ereignis nicht zu ignorieren und ihr ein wunderbares Geschenk zu machen. Frances Patterson, Cocos Trainerin, bemerkte, wie häufig Coco das Wort Baby wiederholte und entschied, dass das beste Geschenk für sie zum bevorstehenden Geburtstag ein neues Haustier mit Fell sein würde. Und am feierlichen Tag präsentierten sie Coco einen Karton mit kleinen Katzen und ließen Coco selbst ein Haustier auswählen. Coco schaute sich die Katzenkinder nacheinander genau an und wählte zwei aus. Wenn man die Hände eines Gorillas betrachtet und die unglaubliche Kraft dieser Tiere kennt, kann man nur die Vorsicht erahnen, mit der Coco die Katzenkinder behandelte. Eines von ihnen nahm sie zärtlich in die Hand und bat die Betreuer, es ihr auf den Kopf zu setzen. Die beiden Kätzchen gewöhnten sich bald an ihre seltsame Mutter und wurden anhänglich. Coco liebte es, die Katzenjungen zu streicheln, umgab sie mit Zärtlichkeit und Fürsorge. Sie spielte bereitwillig mit ihnen und sorgte für ihre Sicherheit. Sie benahm sich wie eine fürsorgliche Mutter. Die legendäre Coco wurde am 4. Juli 1971 in San Francisco geboren und verbrachte den größten Teil ihres Lebens in Woodside in Kalifornien. Sie starb im Schlaf am Morgen des 19. Juni 2018 in Kalifornien. Unsere nächste Geschichte führt uns zu einem der afrikanischen Reservate, in dem es vor kurzem ein sehr lustiges Ereignis gegeben hatte. Im Jahr 1996 wurde Ape Action Africa in Kamerun gegründet, eine gemeinnützige Organisation, zu deren Hauptaufgabe es wurde, Primaten zu retten, denen von Menschen Leid zugefügt wurde. Derzeit leben im Naturschutzgebiet der Organisation rund 300 Primaten. Unter ihnen gibt es eine Gruppe von westlichen Flachlandgorillas, die von einem Alpha-Männchen namens Bobo angeführt wird. Bobo kam als einer der ersten in das Reservat. Er wurde 1996 gerettet, als er im Alter von 2 Jahren seine Mutter durch einen Wilderer verloren hatte. Jetzt ist Bobo der Anführer. In der Gruppe, in der Bobo der Anführer ist, gibt es 3 Weibchen und 3 Männchen. Die jüngeren Männchen, Kibo und Nkamun, haben einige Zeit versucht, die Führung zu beanspruchen. Aber Bobo hat sich immer so entschieden gewehrt, dass keiner von ihnen mehr versucht, Bobo die Position streitig zu machen. Man konnte sich unmöglich vorstellen, dass sich ein so harter Macho mit jemandem anfreunden könnte, der 5-mal kleiner als seine Handfläche war. Und dass er sich so vorsichtig und liebevoll ihm gegenüber verhielt. Vielleicht weil Bobo fast sein gesamtes Leben nicht in der Wildnis verbrachte, sieht er nicht so sehr aus wie ein typischer Anführer. Er hat einen sanften Charakter und ein gutes Herz. Die Mitarbeiter nennen ihn sogar den sanften Riesen. Und kürzlich gab es einen Vorfall, der diesen Spitznamen noch einmal rechtfertigte. Jeden Morgen machen die Wächter des Reservats einen Rundgang, um sich vom Wohl aller ihrer Schützlinge zu überzeugen. An diesem Tag entdeckte ein Mitarbeiter, der für die Gorillas verantwortlich war, dass Bobo etwas in seiner Hand versteckte. Einen Augenblick später sah der Mann, dass Bobo mit einem kleinen Galago spielte. Der Galago ist ein kleines Tier aus der Ordnung der Primaten. Die Länge des Rumpfes bei erwachsenen Tieren beträgt zwischen 11 und etwa 40 Zentimetern. Das Gewicht zwischen 50 und 1500 Gramm.
Galagos sind in der Regel nachtaktive Tiere, sodass man ihnen tagsüber selten begegnet. Deshalb ist eine solche Interaktion besonders unglaublich. Laut Alyssa O'Sullivan von der Ape Action Africa Foundation ist der kleine Primat wahrscheinlich selbst in das Gorilla-Gehege geklettert. Der freundliche Galago hatte überhaupt keine Angst vor Bobo. Er sprang über seinen ganzen Körper, sprang auf eine grüne Lichtung und kehrte dann wieder zum Gorilla zurück. Bald zeigten auch andere Gorillas Interesse an dem kleinen Haustier ihres Anführers. Die Mitglieder von Bobos Gruppe wurden sehr neugierig, besonders Avishak, das Lieblingsweibchen des Anführers. Aber Bobo hielt sie alle auf Distanz, damit niemand seinen neuen Freund beunruhigte. Der kleine Galago freute sich, auf Bobos Armen zu spielen. Manchmal hüpfte er in der Nähe im Gras und kehrte dann wieder zu Bobo zurück, steht auf der Seite des Reservats. Bobo spielte fast 2 Stunden mit dem kleinen Tier, woraufhin er genau wusste, wohin er diesen Galago bringen sollte. Als das Spiel vorbei war, stand Bobo auf den Hinterbeinen und trug seinen Freund vorsichtig zurück zu den Bäumen, erzählten die Mitarbeiter des Rettungszentrums in Mefu. Und unsere nächste Geschichte geschah in den USA. Die kleine Gladys wurde im Texas Porter Zoo geboren. Sie sollte für mindestens 7 Monate unter der Obhut der Mutter bleiben. Doch die Mutter kam in der Aufzucht nicht zurecht. Da wurde das Gorilla-Junge aus dem Zoo von Texas in den Zoo von Cincinnati gebracht, um es dort mit Hilfe einer Leihmutter zu ernähren, deren Rolle einer der Mitarbeiter des Zoos übernahm. Die Wärter nahmen das Jungtier in ihre Obhut. Rund um die Uhr fütterten sie es 8-mal am Tag, auch nachts. Aber Menschen, selbst in speziellen zottigen Kostümen, ersetzen keinen echten Gorilla. Sie können den Affen nicht alle notwendigen Verhaltenseigenschaften vermitteln. Da wurde beschlossen, eine Pflegemutter für Gladys zu suchen. Der Moment der Bekanntschaft von Gladys mit der neuen Mutter war sehr aufregend, weil niemand wusste, wie sich ein junger und ein erwachsener Gorilla verhalten werden. Als sie sich kennenlernten, war das Gorillamädchen bereits nicht mehr von der Milch abhängig. Und es war ihr wichtiger, Zeit unter der Anleitung eines erwachsenen Tieres zu verbringen. Im Gehege wurde eine Mauer mit einem Loch gebaut, durch das nur das Jungtier hindurchschlüpfen konnte. Die Menschen beobachteten, ob sie zu ihrer zukünftigen neuen Mutter gehen würde oder Angst vor ihr hätte und ob die Reaktion des erwachsenen Gorillas nicht aggressiv wäre. Doch alles verlief perfekt. Die neue Mutter adoptierte das Jungtier als ihr eigenes. Gladys wird für die nächsten 3 bis 4 Jahre in der Nähe ihrer Adoptivmutter bleiben und alle notwendigen Fähigkeiten von ihr erlernen. Hier sind die Gorillas so freundlich und fürsorglich, aber sie sehen groß und furchterregend aus. Ihr habt wahrscheinlich viele Male in Filmen gesehen, wie diese Tiere sich auf die Brust schlagen. Aber warum tun sie das? Wissenschaftler aus Deutschland und den USA haben herausgefunden, dass Gorillamännchen sich auf die Brust schlagen, weil sie einen möglichen Konflikt stoppen und ihn nicht anheizen möchten. So zeigen sie dem Gegner ihre wahre Größe und Kampfkraft. Um das Verhalten der Gorillas zu studieren, verbrachten die Wissenschaftler mehr als 3000 Stunden damit, sie im Vulkan-Nationalpark in Ruanda zu beobachten. Die Forscher analysierten Aufnahmen von den Schlägen auf die Brust. Es stellte sich heraus, dass große Gorillas niedrigere Frequenzen erzeugten. Da sich niederfrequente Geräusche über eine größere Entfernung ausbreiten, kann ein großes Tier aus der Ferne gehört werden. Dadurch erkennen kleinere Männchen, dass sich ein Konflikt nicht lohnt. Die Forscher nahmen auch an, dass die Schläge auf die Brust des Gorillas Weibchen anziehen könnten. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Gebt dem Video ein Like und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.